nächste Kapitel, der Gott, der vermehrt. Wir sitzen immer noch in dem gleich schönen Park bei herrlichstem Wetter. Ich glaube, es hat heute 24 Grad. Es ist angenehm, angenehm. Und das Wetter haben wir fast das ganze Jahr. Gott schickt jeden. Heute hat es schon in der Nacht geregnet. Alles ist gut gegossen. Ihr seht, wie grün alles ist. Und so ist es das ganze Jahr in Uganda. Ja, also ich grüße euch herzlich aus Uganda, meiner gottgegebenen Heimat. Und grüße alle, die schon hier waren, herzlich aus dem African Village. Und grüße euch alle, die noch nicht hier waren. Und lade sie ein, bald einmal zu kommen und zu sehen, wie schön Afrika ist. Wir leben natürlich in der Perle Afrikas, in Uganda. Aber heute geht es um das Thema der Gott, der vermehrt. Weißt du, dass Gott Dinge tut, die wir menschlich kaum begreifen können? Ich nenne ihn den verrückten Gott. Immer wieder überrascht er uns auf eine Weise, die wir nicht einordnen können. Ein Beispiel dafür finden wir in der Geschichte der Speisung der 5000, die uns in allen vier Evangelien berichtet wird, nämlich in Matthäus 14, 13 bis 21, in Markus 6, 30 bis 44, in Lukas 9, 10 bis 17, 9, Kapitel 9, Vers 10 bis 17 und in Johannes Evangelium 6, 1 bis 15. Danach ging Jesus auf die andere Seite des Galiläischen Meeres, das auch als See von Tiberias bekannt ist. Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie seine Wunder sahen, mit denen er die Kranken heilte. Jesus stieg in die Berge hinauf und lagerte dort mit seinen Jüngern. Es war kurz vor dem jährlichen Passafest, das die Juden feiern. Als Jesus seinen Blick hob, sah er eine große Menschenmenge auf der Suche nach ihm die Berge heraufkommen. Er wandte sich an Philippus und fragte: Philippus, wo können wir so viel Brot kaufen, dass alle diese Menschen zu essen bekommen? Er stellte jedoch den Philippus nur auf die Probe, denn er wusste schon, was er tun würde. Philippus antwortete: Es würde ein kleines Vermögen kosten, sie mit Nahrung zu versorgen. Ein anderer Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, meldete sich zu Wort. Hier ist ein kleiner Junge mit 5 Gerstenbroten und 2 Fischen. Doch was nützt uns das bei so vielen Menschen? Sagt den Leuten, sie sollen sich hinsetzen, befahl Jesus. Da ließen sich alle, allein die Männer zählten schon 5000, auf den grasbewachsenen Hügel nieder oder grasbewachsenen Hängen nieder. Dann nahm Jesus die Brote, dankte Gott und reichte sie den Menschen, wie viel sie auch wollten. Na, also ich muss jetzt ehrlich sagen, das ist ein bisschen anders gestaltet hier. In Wahrheit ist, der Herr Jesus hat hier 2 Fische gehabt und 5 Brötchen. Und das waren 12 Apostel. Jetzt hat er mal bei den Fischen, die 2 Fische, nur den Kopf abgebrochen, einem gegeben, den Mittelteil und den Schwanz einem. Also der Petrus stand hier mit einem Schwänzchen von einem Fisch und einem halben Brötchen. Und dann hat sich der Petrus gedacht, zu den Erwachsenen gehe ich nicht. Denn wenn da 5000 Männer waren, waren da bestimmt 5000 Frauen und 5000 Kinder. Ich gehe zu den Kindern. Und dann denkt er sich, wenn es funktioniert, die Kinder werden das verstehen. Und dann geht er hin und schreit da, habt ihr Hunger? Ja, ja, ja. Und dann sagt er, dann nimmt er das Schwänzchen von dem Fisch und nimmt es weg und will es weitergeben und ein ganzer Fisch wächst dran. Und er gibt, beim zweiten Mal wird er schon kühner, beim dritten Mal, beim vierten Mal hat er gar nicht mehr überlegt. Das ging wie rasant. Alle haben Fische bekommen und volle Brötchen. Was immer wir in die Hände Gottes loslassen, das wird Gott vermehren, ihr Lieben. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Und alle hatten genug von 2 Fischen und 5 Brötchen. Und am Abend hat Gott, der Herr Jesus, noch etwas verlangt, damit sie begreifen, es war ein mächtiges Wunder, mussten sie die Überreste sammeln. Und jeder trug einen riesigen Korb mit Überresten nach Hause. Die waren sich bewusst, diese Jünger,
dass sie da nur ein Stückchen von einem Fischchen hatten und ein Stückchen von Brot. Und hier tragen sie einen ganzen Korb. Manchmal muss Gott uns ganz klar beweisen, dass wir ein Wunder erlebt haben. Und da steht es, am Anfang waren es nur 5 Gerstenbrote gewesen, doch nach dem Essen wurden 12 Körbe mit den Brotresten gefüllt, die übrig geblieben waren. Und als die Leute dieses Wunder sahen, riefen sie aus, dieser ist wirklich der Prophet, den wir erwartet haben. Er ist es, der in die Welt kommen soll. Jesus merkte, dass sie im Begriff waren, ihn mit Gewalt aufzuhalten und zum König zu machen. Da zog er sich wieder auf den Berg zurück und blieb dort für sich alleine. Man muss sich diese Geschichte einmal so richtig vor Augen führen, wisst ihr? Leibhaftig, es waren 5000 Männer und Kinder und Frauen waren gar nicht mitgerechnet. Also waren es insgesamt vielleicht 12.000 bis 15.000 Menschen, die da am Ufer des Sees Genezareth lagerten. Was für eine gewaltige Menge. Und ich stelle mir vor, wie Jesus den Philippus, der ein bisschen langsam im Denken war, fragte, wo sie für diese Leute Essen kaufen könnte. Der dachte sofort an seine eigenen Ressourcen und er wusste, wie viel sie gerade hatten. Unmöglich, davon eine Mahlzeit für so viele Leute zu bezahlen. Ganz abgesehen davon, dass vermutlich kein Bäcker so viel Brot einfach vorrätig haben würde. Und doch war da der kleine Junge, der 5 Gerstenbrötchen und 2 Fische hatte. Stellen wir uns vor, wie er ein bisschen penetrant und nervig an dem Gewand von Andreas, einem anderen Jünger, zupfte. Vielleicht zeigte er ihm begeistert seinen Proviant. Doch als Andreas diese 5 Brote und 2 Fische sah, meinte er nur, das ist nichts, damit kannst du gleich wieder gehen. 2 Fische und 5 Brote, damit können wir nichts anfangen. Denn menschlich gesehen war das lächerlich. Doch keiner der Jünger zog in Betracht. Alles, was wir Gott geben, vermehrt sich enorm. Scheinbar gab dieser gute Junge nicht auf. Kinder können sehr hartnäckig sein, wenn sie etwas unbedingt wollen. Gott sei Dank. Aber wir sollen hartnäckig sein, selbst bei Gott. Jesus bekam das irgendwie mit und fragte, was der kleine Junge denn wolle. Darauf erklärte Andreas, dass er 5 Brote und 2 Fische habe. Aber das sei nichts bei so vielen Menschen. Doch Jesus sagte, gib sie mir. Alles, was wir in die Hand Gottes geben und loslassen, vermehrt sich. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Als Nächste dankte Jesu Gott. Dann gab er den 12 Aposteln und vielleicht noch einigen weiteren Jüngern, die bei ihm waren, von den 5 Broten und 2 Fischen. Stellen wir uns doch einmal ganz bildlich vor. Es waren 5 Gerstenbrote und 2 Fische für 5000 Männer und ganz viele Kinder und Frauen. Sagen wir, der Jünger Petrus, der bekam den Schwanz von einem Fisch. Der Zweite bekam den Bauch, der Dritte den Kopf und so teilte Jesus die Fische aus. Genau wie das Brot. Und versetz dich jetzt in die Lage. Tausende von Menschen saßen da, während sie nur eine kleine Handvoll hatten. Nicht einmal einen ganzen Fisch. Wisst ihr, der Petrus hat 100% gedacht, zu den Männern gehe ich nicht, wenn es nicht funktioniert. Da stehe ich ja furchtbar blöd da. Also ihr Lieben, alles, was wir Gott geben, vermehrt er in seiner Hand. Er gibt uns dann immer nur ein kleines Stück davon, aber wie wir es austeilen, wird es zu einem Ganzen. Gott gibt uns wenig, das wir austeilen können, aber wenn wir weitergeben, während wir essen, vermehrt es sich. Alles, was wir Gott geben, vermehrt sich. Ich wollte immer 10 Kinder haben. Doch Gott sagte mir, dass ich keine 10 biologischen Kinder haben werde. Heute habe ich über 22.000 Kinder, die mich Mama Maria nennen. Und die ganze Nation nennt mich Mama Maria. Und jetzt ist mein Name schon über die Grenzen der Nation Uganda hinaus, bekannt als Mama Maria. Ich bekomme so viele Botschaften zum Muttertag als Dank von meinen Kindern, wie ich es mir nie hätte träumen lassen können. Manche singen mir auch Lieder. Sie alle werden natürlich mit der Hilfe von Tausenden von Paten
aus Deutschland, Österreich, Schweiz und auch Italien gesponsert. Ich ermutige dich von ganzem Herzen, stell dein Leben Gott bedingungslos zur Verfügung. Er wird das, was du ihm gibst, multiplizieren, dass du aus dem Staunen nicht mehr rauskommst. Ich habe schon oft erlebt, zum Beispiel erst vor einiger Zeit zu Beginn der Corona-Krise, eigentlich hätte ich für 3 Monate nach Europa fliegen sollen, um dort zu predigen. Ich war sehr dankbar und freute mich auf die Zeit, denn ich predige äußerst gerne. Ich verkündige gerne die Frohbotschaft Gottes. Und am meisten predige ich immer mir selbst. Die anderen dürfen dann auch gerne zuhören. Doch dann begann die Pandemie und einige Tage vor meiner Abreise war klar, dass ich nicht fliegen würde können. Ich sagte, Herr, diese Tür ist jetzt zu. Da meinte er nur, warte ab. Bald schrieben mir Freunde, ich solle doch YouTube-Botschaften schicken. Ich kannte mich damit nicht sehr gut aus, aber ich dachte, gut, fangen wir an. Mein Sohn Patrick war bereit, mir dabei zu helfen und organisierte alles. Ende März konnten wir dann die ersten Filme auf YouTube einstellen. Viele tausend Menschen sahen sie an. Ich hätte nie in meinem Leben so viele in so kurzer Zeit erreicht, wenn ich nach Europa gereist wäre. Ein Wunder Gottes. Ich bin unendlich dankbar und freue mich, wie Gott Unwahrscheinliches tut, wenn wir es ihm überlassen. Wenn wir ihm geben, das geben, was wir haben, damit, dann macht er den Rest. Ja, und da möchte ich sagen, ich bin so dankbar, dass ich so ein gutes Team habe hier in Uganda und wir werden noch hunderte von YouTube-Botschaften schicken zur Ermutigung, zur Auferbauung. Denn Gott liebt dich, aber für mich ist es sehr angenehm. Ich brauche keinen Koffer, kein Flugticket, keine schlaflosen Nächte. Ihr Lieben, Gottes Wege sind höher als unsere Wege. Aber noch zurück zur Speisung der 5000. Nachdem alle Menschen am See Genezareth gesättigt waren, forderte Jesus die Jünger auf, sammelt die übrig gebliebenen Brocken ein, damit sie nicht so umkommt. Also auch Jesus ist ein Gott, ein guter Verwalter, auch im Kleinen. Auch bei mir darf keine Speise weggeworfen werden. Wir haben noch Schweinchen, die dann das fressen, was wir nicht essen können. Aber es wird nichts weggeworfen. Das Mittagessen, wenn was übrig bleibt, wird am Abend so verarbeitet, dass es wieder wie eine neue Speise aussieht. Aber es sollen auch da gute Verwalter sein. Ich verstehe das so, dass wir immer alles ordentlich verwalten sollen. Gott möchte nicht, dass wir verschwenderisch sind. Petrus und die anderen haben daraufhin 12 Handkörbe mit Resten von den 5 Gerstenbroten und 2 Fischen eingesammelt. Ich stelle mir vor, dass jeder der Jünger am Abend einen riesigen Korb auf dem Kopf nach Hause trug. Dabei dachten sie noch einmal darüber nach, dass sie eigentlich nur ein kleines Fischschwänzchen gehabt hatten und ein Stückchen Brot. Doch jetzt trugen sie einen Korb mit den Überresten nach Hause. Ich vermute, spätestens da kapierten sie, dass das ein Wunder war. Manchmal muss Gott ganz laut sprechen, damit wir verstehen, dass er Wunder tut. Er ist ein wunderwirkender Gott. Gott gibt, was er dir zeigt, und du wirst sehen, was er daraus macht. Ich hörte eine Geschichte von einem Mann, der nach einer Sitzung spät am Abend aus dem Hotel kam und auf den Parkplatz ging. Dort sagte der Gott zu ihm, nimm ein Streichholz und geh in diese Telefonzelle dort. Zünde es an und sage, das Licht ist stärker als die Dunkelheit. Der Mann dachte, dass das ein ziemlich komischer Auftrag sei. Trotzdem nahm er die Schachtel Streichhölzer und ging zur Telefonzelle. Er war ein gläubiger Nachfolger Jesu. Ein Gehorsamer noch dazu. Darin, in der Telefonzelle, stand ein Mann. Er öffnete die Tür, entfachte das Streichholz und sagte, das Licht ist stärker als die Dunkelheit. Da fragte der Mann aus der Telefonzelle, woher wussten Sie das? Ich bin gerade dabei, meiner Frau ein letztes Mal anzurufen. Ich wollte dann Selbstmord begehen. Die beiden konnten eine Weile miteinander sprechen und der Mann übergab schließlich Jesus sein Leben. Auch den kleinsten Gehorsamschritt kann Gott so verwenden, dass du aus dem Staunen nicht mehr herauskommst. Aber du musst dich ihm ganz überlassen, sodass er dich führen kann. Er ist der Beste.
Ich selbst kann regelmäßig nur kaum fassen, was er mit meinem bisschen Gehorsam in Afrika tut. Tausenden von Kindern durften wir helfen, aus der Armut in ein Leben mit Zukunft aufzubrechen. Welchen Gehorsamschritt erwartet Gott gerade von dir? Warum wagst du nicht, ihn zu gehen? Was fällt dir schwer loszulassen? Wovor hast du Angst? Geh den Schritt aufs Wasser und schau, ob es dich trägt. Werde kühn in Bezug auf das, was du hast. Gib es Gott und gib es so, wie er es von dir möchte. Er wird zu dir sprechen und du wirst sehen, wie er das verwendet, um viel mehr daraus zu machen, als du dir je hättest vorstellen können. Ja, Gott ist ein Gott. Das letzte Kapitel hat geheißen, der Gott, der vermehrt. Er vermehrt. Alles, was wir ihm geben, vermehrt er. Und wenn du was, und vor allem, was wir den Armen schenken, das leihen wir Gott. Und wir beten immer wieder, dass die vielen tausenden Sponsoren, die unsere Kinder unterstützen, dass die so gesegnet werden und in allem in ihren Bedürfnissen befriedigt werden, gemäß des Reichtums Gottes. Und wir hören immer wieder sehr, sehr gute Rückmeldungen. Und wir sind jedem dankbar, der uns in irgendeiner Weise hier in Afrika unterstützt und dafür sorgt, dass wir hier ein Segen sein dürfen. Der Herr segne dich über alle Maßen, die du dir vorstellen kannst. Wir lieben dich und wir freuen uns, dass es dich gibt. Shalom, Shalom.